Hallo zu einer Technikfolge von Reptil TV. Unser Thema heute, seht ihr mal wieder hier, es geht um die Hygiene bzw. es geht um Kotproben. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie man eine anständige Kotprobe machen lässt. Ne? Also wir schicken es natürlich weg, wir machen es jetzt selber. Es gibt eigentlich standardmäßig zwei Sachen. Das eine ist so diese übliche Kotprobe auf irgendwelche inneren Parasiten, Würmer, Einzeller, derartiges. Die kostet gute 20 Euro. In unserem Fall ist es, muss ich gucken, die hier, genau. Und dann, ihr seht es hier an der Seite, da steht was von Kryptosporiden. Das ist, man kann bei der Kotprobe auf Kryptosporiden untersuchen lassen. Die Kryptosporiden sind wirklich ein problematisches Parasit, vor allem bei Leopardgeckos und bei Kornadern kommen die relativ viel vor. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt irgendein Python, Boa oder sowas in der Art daheim habt oder wenn ihr mit euren Tieren, wenn es einfach eine standardmäßige Kotuntersuchung ist, die ihr prophylaktisch vielleicht einmal im Jahr macht, das ist sicherlich sinnvoll, wenn man einmal im Jahr Kotproben macht. Man kann auch, wenn man in einem Terrarium mehrere Tiere hat, zum Beispiel mehrere Echsen, dann reicht es, wenn ihr eine Sammelprobe nehmt. Dann wisst ihr, dass euer Bestand da drin sauber ist oder beziehungsweise nicht. Aber einmal im Jahr sicherlich kein Fehler. Also nehme ich mal hier die Standardprobe ohne Kryptosporiden. Aussehen tun sie letztendlich eh genau beide gleich. Der Vorgang ist bei beiden gleich. Wie gesagt, die mit Kryptosporiden ist einfach deutlich teurer, kostet über 40 Euro, weil das Verfahren, um die Kryptosporiden zu finden, einiges aufwendiger ist. Ne? Deswegen der höhere Preis. Vom Vorgehen her beides gleich. Macht er das ganze Dingens auf hier. Dann habt ihr da, das Wichtigste da drin ist dieses Kotröhrchen. Dazu habe ich hier noch gleich eine Schlange vorbereitet. Ihr seht es hier an der Haut, die ist frisch gehäutet und der eingefleischte Terrarianer weiß, eine Schlange, die sich häutet, kotet in der Regel. Der Kot ist hier in der Ecke. Wer sich zu sehr ekelt, kann natürlich noch irgendwelche Handschuhe anziehen. Ich mache es aber ohne Handschuhe. Also hier ist so ein Kotbrocken. Der scheint schon ein, zwei Tage alt zu sein. Der ist schon gleich wengle fest. Das macht in dem Fall fast nichts, beziehungsweise das ist ein gutes Stichwort. Klar, umso frischer der Kot, umso leichter hat es das Labor. Also schaut, es darf kein völlig ausgetrockneter Kot sein. Ich würde sagen, wirklich maximal ein bis zwei Tage alt. Nehmt ihr ein Stück von dem Kot, macht es hier in das Röhrchen rein. Ne? Da ist so ein Löffel am Deckel dabei. Wenn der Kot wirklich schon ein bisschen eingetrocknet ist, wie jetzt in meinem Fall, der darf auf gar keinen Fall ganz austrocknen. Ich nehme jetzt gerade einfach hier aus der Wasserschüssel hier im Terrarium, mache ich einen Tropfen Wasser dazu, zu dem Kot. Und somit kann ich sicherstellen, dass der Kot nicht, wenn der jetzt verschickt wird, dann wird er ja noch trockener, dass der nicht völlig eintrocknet. Also macht einfach zwei, drei Tropfen Wasser drauf, aus der Wasserschale bzw. aus dem Wasserhahn, aus einer kleinen Gießkanne, völlig wurscht, macht ein bisschen Wasser drauf. Habt ihr einen ganz frischen, feuchten Kot, könnt ihr euch das mit dem Wasser hier natürlich sparen. Ja? Also, dann das Ding zuschrauben, gut zuschrauben, dass hier nicht der Kot rausläuft beim Versand. Dann ist bei diesen fertigen Kotproben, wie man sie fertig kaufen kann, ist ein Umschlag dabei. Der ist schon adressiert an das Labor. Wir verwenden oder wir empfehlen Exomed in Berlin, wirklich ein gutes Labor. Seit Dr. Mutschmann ist seit Jahrzehnten in der Reptilienparasitologie tätig. Röhrchen da rein. Dann ist noch ein Bogen dabei, müsst ihr natürlich ausfüllen, Name, Anschrift von euch rein, um welches Tier es sich handelt, Einzelprobe, Sammelprobe, das was ich vorher erwähnt habe, wenn ihr jetzt mehrere Tiere in einem Terrarium habt, könnt ihr ja von mehreren Proben nehmen, könnt ihr hier ankreuzen, müsst ihr aber nicht einmal unbedingt, weil es letztendlich keine allzu große Rolle spielt. Dann hier unten ist mit oder ohne Kryptosporiden, je nachdem was ihr
gekauft oder bezahlt habt. Jetzt in meinem Fall steht hier ohne Kryptosporiden. Und dann hier unten zum Tier, welche Art, schreibe ich rein, Python Regius. Ne? Wir haben hier so ein Spider, Königspython ist hier drin. Python Regius, Alter, circa 2 Jahre, schreibt er so ein paar Daten noch auf. Nochmal Anzahl der Tiere im Terrarium. Tag der Probeentnahme spielt natürlich auch eine Rolle, damit die wissen, ist die Probe schon alt oder ist sie frisch. Filter aus. Ich wünsche eine Mitteilung der Befund per Post, E-Mail, Fax. Könnt ihr ankreuzen. Dann kriegt ihr, also E-Mail ist recht empfehlenswert, weil umso schneller bekommt ihr den Befund per E-Mail zugeschickt. Das Ganze hier mit rein. Zukleben. Den Umschlag. Hier müsst ihr noch eine Briefmarke draufkleben, das Ganze in die Post rein, wegschicken und nach 3 bis 4 Tagen kriegt ihr von Exomed oder von dem Labor, wo immer ihr das machen lässt, wie gesagt, das ist einfach nur ein Vorschlag, bekommt ihr von dem Labor oder von dem Tierarzt, ihr könnt es auch so das Röhrchen zum Tierarzt bringen, bekommt ihr von dem Tierarzt Bescheid, welche Parasiten sind und im Idealfall ist euer Tierparasiten frei, dann müsst ihr gar nichts machen. Hat es irgendwelche Parasiten, spätestens dann müsst ihr den Tierarzt dazuziehen und der Tierarzt muss euch ein Medikament empfehlen, beziehungsweise muss mit euch zusammen das Tier dann entwurmen oder behandeln mit dem Mittel der Wahl. Wie gesagt, wichtig in der Terroristik, die Kotproben, macht es regelmäßig. Und dann könnt ihr sicher sein, dass eure Tiere einwandfrei, gesund und gesauber sind und bleiben.